Ja, einen schönen guten Morgen. Ich grüße euch. Heute will ich mal wieder an einer Lok basteln, ne, nachdem ich ja gestern den Henschel-Wegmann-Zug, sprich den Gegenzug, gezeigt hatte. Kommt heute halt mal wieder eine Lok dran. Es handelt sich um eine Fleischmann. Das ist dieses Modell 95-41-42. Die hatte ich schon vor einer Weile gekauft. Hatte da jetzt allerdings noch keine Lust gehabt, da dran zu arbeiten. Wetter ist heute bescheiden. Daher dachte ich mir, kann ich mal ein bisschen was da dran machen. Die V200 von gestern, die habe ich noch mal ein bisschen sauber gemacht. Eben auf dem Prüfstand eine Weile fahren lassen. Da lief sie ganz gut. Ich hoffe, dass die auf der Anlage nachher auch fahren wird. Und ich hatte jetzt auch bei dem Henschel-Wegmann-Gegenzug dem Kanzelwagen noch eine LED-Beleuchtung, sprich eine Schlussbeleuchtung spendiert. Das heißt, der hat jetzt auch rotes Rücklicht. Ne? Aber das können wir alles später uns angucken, wenn das hier alles soweit fertig ist. Gut, kleine 24, sehr schönes Modell. Habe ich schon einen im Bestand, aber mit Wagner-Windleitblechen, die hat ja Witte. Deshalb hatte ich mir die nochmal gekauft. So, es geht jetzt erstmal darum, das Ding aufzumachen. Ich glaube mal, denke mal, das ist hier vorne diese schwarze Schraube, dass die den Kessel festhält. Einfach mal probieren, ob das so ist. Ist auf jeden Fall ziemlich lang, die Schraube. Immer ein Indiz, dass das Ding den Kessel festhält. Na, ich denke mal, der Vorläufer hier, na, der ist noch ein bisschen dran. Auf jeden Fall lupft sich der Kessel schon mal so ein bisschen ab. So, gucken, ob das hinten irgendwie noch eingehakt ist. Ja, also da geht er ab, ein bisschen hin und her wackeln. Dann ist das Teilchen schon mal ab. So, da drinnen befindet sich hier ein Gewicht. Und da drinnen ist auch Platz. Das ist schon mal eine potenzielle Stelle für einen Decoder. Dieser Bereich hier innen drin ist schon mal nicht ganz so schlecht. Ja, mal schauen. Also das wäre schon mal auseinander. Glühbirne ist klar. Da muss dann LED rein, ist auch klar. Ich gehe mal von aus, hier den Tender, dass man den aufspreizt. Jawohl, dann geht er auch ab. Den kann ich mal kurz mal Seite legen, damit nichts dran geht. Das Ding sollte hoffentlich eine rückwärtige Beleuchtung? Nein, es hat keine rückwärtige Beleuchtung. Gut. Ja, da sind also nur kleine Laternen aufgeklebt. Ist also keine Beleuchtung. Ja, muss ich mal sehen, ob ich da irgendwas mache. Weil da ist weder Lichtleiter noch sonst was vorhanden. Ja, muss man mal schauen. Auf jeden Fall geht es erstmal jetzt hier den Onkel. Gleich mal ein Rundmotor da drin. Das ist ja schon ein relativ neues Motorschild. Oh, damn it, ey. Also die hat schon ein relativ aktuelles Motorschild, wie ich das sehe. Ich werde jetzt mal das Gewicht hier entfernen, um da dran zu kommen. So, was haben wir da Schönes? Lass doch mal gucken. Jo, das Motorschild ist also ziemlich aktuell. Das kann man ganz leicht auftrennen. Ich löte erstmal jetzt hier an der Seite die beiden Kabel ab, das heißt die Motoranschlüsse, damit ich dann mit der Digitalisierung logischerweise anfangen kann. Na, da müssen ja die Kabel ab hier vom Motor. Das wisst ihr ja schon. Ist ja nichts Neues. So. Das heißt, das Ganze ist aufgetrennt. Jetzt kann man das Ganze schön auseinandernehmen. Jo. Das ist schon mal sehr schön hier. Das gefällt mir. Also dieses Motorschild, wie gesagt, ist ein aktuelles Motorschild. Da braucht man hier nur diese Brücke,
durchtrennen. Dann ist hier dieser Motorkontakt massefrei. Und dann sollte das eigentlich ausreichen. Ich gucke mir den Rest aber dennoch noch mal ganz kurz an. Jawohl. Diesen Störfried hier, den mache ich auch weg. Jo. Dann sollte das eigentlich ohne Probleme funktionieren hier. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay. Also weg mit dem ganzen Zeug hier. Tschüss. So. Dann die Leiterbahn kurz auftrennen. So, das war's schon. Ne? Seht ihr, die Leiterbahn ist jetzt durchtrennt. Das heißt, das Ding ist jetzt massefrei. So, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Ja. Sehr schön. Der Motor sieht dann noch super sauber aus. Da kommt ein bisschen Öl dran. Ne? Hier an das Lager kommt der Welle, kommt ein bisschen Öl dran. Da hinten mache ich ein bisschen Öl dran. Und dann sollte das eigentlich schon okay sein. Ein bisschen sauber machen werde ich trotzdem nochmal. Sehe ich gerade, die Zahnräder sind ein bisschen verschmutzt. Das mache ich gerade mal und dann geht es weiter. So, beim Kontrollieren des Motors ist mir aufgefallen, dass einer von diesen Haftreifen, ich weiß gar nicht, ob man das an der Kamera erkennen kann, der ist hier total krumm und schief. Wie seht ihr das? Also der war total verdreht auf dem Rad drauf. Keine Ahnung, da hat wahrscheinlich einer versucht den zu tauschen, hat den nicht richtig draufgezogen, also das ist eine totale Katastrophe. Ja, die werden eh getauscht, obwohl sie gar nicht mal so schlecht sind, sag ich mal. Aber ich mache mir da neue von Märklin drauf. Die haben halt ein bisschen mehr Traktion, diese Märklin-Dinger. Ne? Eine Schlappumpel. Drauf kommen die hier, das sind die 7154er von Märklin, die passen da ziemlich gut drauf. Mache ich gerade mal fertig. So, nach wieder etlicher Hin- und Her-Überlegerei möchte ich jetzt mal Folgendes ausprobieren. Da ja hier im Kessel relativ viel Platz ist, passt da auch eine 21 MTC-Schnittstelle rein. Zeige ich euch hier, ne? Decoder. Mit der Schnittstelle, das ist natürlich hier wieder so eine Mini-Schnittstelle, die ich immer benutze. Adresse zeige ich euch wieder, wo ihr die bestellen könnt. Die passt wunderbar hier unten rein. Ich denke mal von ESO oder sowas, so eine Platine passt da nicht rein, weil die sind halt wesentlich breiter. Ne? Das passt da rein. Das guckt auch über den Kesselrand hier nicht hinaus. Ich denke mal, die werde ich da reinmachen. Kann ich dann mit doppelseitigem Klebeband hier an der Wandung festmachen. Jetzt will ich mal probieren, ob das funktioniert. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal die erste Idee für einen Decoder. Zweitens will ich dann gucken, dass ich hier vorne eine 5 mm Warmweiß-LED einbaue. Kabel muss ich dann irgendwie hier unten lang führen. Wie gesagt, hier kommt ja dann die Platine hin. Das sind die Stromabnahmekabel, die von den beiden Radseiten nach hinten laufen zum Motor. Ja, die werde ich wahrscheinlich dran lassen, mache die hier raus und führe dann die Stromabnahmen hier hoch, mache die dann hier oben an der Platine fest, muss dann von der Platine natürlich Kabel zum Motor nach hinten führen und dann hat der Motor, sprich das Tender-Antriebsdrehgestell, hat auch nochmal eine linke Stromabnahme hier über das Rad, sprich über die Räder, was hier hochläuft auf dieses Pad. Das heißt, hier werde ich mir noch ein Kabel schwarz anlöten, auch nach vorne führen zur Platine. Dann habe ich im Tender nochmal zumindest eine linke zusätzliche Stromabnahme,
was da nicht schaden kann. Ne? Anlöten werde ich dann hier auf diesem Pad Kabel Orange für Motor rechts und Kabel Grau für Motor links, kommt dann da drauf. Ne? Das ist so der Plan. Das werde ich gerade mal machen. Ja, wenn ich da entsprechende Erfolge vorzuweisen habe, dann kann ich euch das gleich mal präsentieren. Ne? So, das heißt, ich werde jetzt erstmal diesen Lampenonkel hier vorne ausbauen, Kabel abzwicken, wie gesagt, die Warmweiß-LED da reinbasteln und dann können wir uns das gleich mal angucken, wie das aussieht. Okay. Also diese Glühbirne, die ist da reingeballert, wie verrückt. Ich weiß ja gar nicht, wie man die da rauskriegen soll, ohne dass die kaputt geht. Das ist ja Wahnsinn. Na gut, man macht sie natürlich noch raus. Wenn sie kaputt ist, dann ist eh alles egal. Ne? Mal gucken, ob ich irgendwie greifen kann. Ohne dass mit der Glaskolben explodiert hier. Das ist ja Wahnsinn, ey. Alte Schlabumpel, ey. Boah. Das ist ja, das bewegt sich ja fast gar nicht, das Schissding. Gut, also die ist Glaskolben kaputt gegangen. Wo ist sie denn? Na, da ist der Glaskolben natürlich gebrochen. Die ist also Schrott. Man sowas so feste darin macht, keine Ahnung. Ey. Das ist ja der totale Irrsinn. Ey. So, da ist in der Fassung ist ein Schräubchen. Mache ich mal ein bisschen raus. Ja. So. Die Schraube muss natürlich wieder da rein, weil die den ganzen Kladderadatsch da vorne festhält. Ne? So, das Kabel mal entfernen hier. Tschüss. Okay. Also Plan ist halt hier so eine Warmweiserin zu machen, ne? Das sieht dann vom Lichtbild ungefähr so aus. Bisschen gelblich, aber ich denke mal, das passt so halbwegs. Denke mal, für einen Dampfer ist das nicht verkehrt, das Licht, die Lichtfarbe. Ne? Das sollte funktionieren. So. Der Plan ist jetzt hier diesen Lampensockel weiter zu verwenden. Man könnte auch den Apparat abschalten, dann versteht er mich besser. Also den Apparat, sprich hier diesen Sockel, will ich weiter verwenden. Da löte ich mir die LED dran. Dafür werde ich jetzt hier erstmal den Sockel ein bisschen kürzen, damit die LED nicht so hoch kommt. Weil nachher dann vielleicht, wenn ich Pech habe, der Deckel nicht mehr da drauf passt. Ne? So, das heißt, ich schneide das Gerät jetzt hier erstmal ab, ne? Sage ich euch gleich. So, ich habe jetzt hier an die LED Kabel blau und Kabel weiß angelötet, ne? Das Ganze werde ich jetzt oberhalb von der Fassung hier einbauen, sprich da reindrücken. Normalerweise sollte das eigentlich halten, weil wo soll das Ding hin, ne? So, die LED sitzt jetzt auf ihrem Platz. Ne? Die kann bei Bedarf, kann man die wieder austauschen. Hält da ganz gut. Ne?
Wegfliegen wird sie nicht, wo soll sie hin, ne? Gut. So, ich habe mir hier auf der Platine gerade mal ein paar, was heißt ein paar, die Lötpads, die ich brauche, mit ein bisschen Lot versehen, ne, damit ich das nachher besser da mit den Kabeln auf die Reihe kriege, sprich die da anzulöten. So, muss ich mal gucken, was haben wir denn Licht vorne? Na, ich nehme dann diese hier, das sind 6 Watt Widerstände, Kilo-Ohm. Die lassen sich auf der Platine besser anlöten. Schauen wir mal. So, ich habe jetzt hier eine 1206er SMD-LED fertig gemacht. Da ist ein 1 Kilo, nee, Entschuldigung, 2,2 Kilo Widerstand angelötet. Na, will ich hier einkleben als Führerstandsbeleuchtung, damit die Lok wenigstens noch mal eine weitere Lichtfunktion hat, na, außer dem vorderen Licht. Weil ich habe mich jetzt entschlossen, hinten in den Tender kein Licht reinzumachen, weil das eine riesen Frickelage wird. Und da sitzt da das Tendergewicht hier hinten drin. Könnt ihr sehen, ne, mit dieser Ausbuchtung hier rein. Und das ist also, ja, nicht unmöglich, aber schwierig, halt da Licht einzubringen. Da müsste ich dann 0402 SMD-LEDs machen, hier alles aufbohren, die dritte Laterne oben irgendwie aufbohren, dann Kabel reinführen. Ich weiß, man kann das alles machen, aber ja, man kann das auch lassen, ne, sag ich mal. Das ist mir alles zu frickelig momentan. Na, das sind Sachen, da weiß ich auch nicht, da muss ich ganz viel Lust zu haben, sowas zu machen. Da, naja, habe ich im Moment keinen Bock drauf, sage ich ganz ehrlich. Na, das sind so Sachen, das macht der Wolfgang ganz gerne. Na, kann ich mal empfehlen, den Kanal Grovi1960, da könnt ihr mal gucken, der macht sowas gerne. Oder kennt er mit Sicherheit auch den Meadow78. Na, zwei Kollegen, die oft Loks umbauen. Der macht auch immer so ganz verrückte Sachen mit ganz vielen LEDs hier. Der würde das mit Sicherheit jetzt hier reinbauen, so wie ich ihn kenne. Ne? Aber wie gesagt, ja, mir wird das ja immer ein bisschen zu nervig, sage ich mal, so ein Kleingraben. Da muss ich richtig viel Lust drauf haben und da habe ich momentan keine Lust drauf. Daher habe ich mir gedacht, komm her, dann machst du wenigstens hier eine Führerstandsbeleuchtung, da das Modell wenigstens noch eine zusätzliche Lichtfunktion. Ist er nicht ganz so. Ja, was heißt nackig, ist Quatsch, aber ist wenigstens auf jeden Fall ein bisschen Licht da drin, ne? Das Ding werde ich da reinkleben, noch ein bisschen mit Farbe kaschieren und dann ist das auch erstmal gut. Dann habe ich da wenigstens, wie gesagt, noch mal eine kleine Lichtfunktion da drin. Das mache ich gerade mal fest und dann schauen wir mal. So, bevor ich das da festmache, mache ich lieber noch mal einen Funktionstest. Weil wenn es klebt, dann klebt es, ne? Also das Ding leuchtet. Das ist schon mal gut, kann ich festkleben. Okay. Ja, wie sieht das momentan aus? Ich habe jetzt hier diverse Leitungen auf der Platine angelötet, ne? Von vorne weiß und blau. Weiß hier direkt an den Widerstand, der hier hinten dran sitzt. Blau läuft hier auf die Platine, läuft weiter für die Führerstandsbeleuchtung. Dann habe ich die Stromabnahme hier angelötet, habe an die linke Stromabnahme schwarz noch ein schwarzes Kabel angelötet, was nach hinten läuft zum Tender. Und dann sind hier grau und orange angelötet die Motoranschlüsse. Ne? Die Kabel, die nach hinten laufen, habe ich hier, weil das hier unten an dem Rad vorbeiläuft. Na, da kann man es, glaube ich, besser sehen. Hier einen kleinen Schrumpfschlauch eingefügt. Und habe da die Kabel durchgesteckt, damit die hier nicht an dem Rad schleifen. Ne? Das heißt, die laufen jetzt hier durch. Da lief das Originalkabel auch lang, gehen dann hier unten raus und laufen dann von hier weiter zum Tender rüber. Ne? Ja, so sieht das momentan aus. Das heißt, ich muss jetzt hier noch orange, Quatsch, grün anlöten. Jetzt hier die beiden Kabel, die von der Führerstandsbeleuchtung kommen. Ne? Die muss ich jetzt noch da unten dran machen. Einmal AUX1 und das Blaue muss ich an das Blaue dran machen. Und die Laterne soll ja dann auch leuchten da oben. Ne? Sonst macht das ja alles keinen Sinn.
Muss ich ganz gucken, wie ich das zusammenbastle, die zwei Leitungen. Einmal blau am blau. So, und der grüne, der geht an AUX1. Mal ein bisschen einkürzen. So, grün muss es hier an die 15 ran. Hoffentlich kriege ich das dahin. Ja, das ist immer Fummelagekram. Aber will man machen, anders geht das halt nicht. So, 15. So, das grüne Kabel ist da dran. Jetzt muss ich noch das blaue hier verbinden. Werde ich auch noch ein bisschen einkürzen. Ja, und dann ist die Lok im Prinzip vorne eigentlich soweit fertig. Da habe ich den Schrumpfschlauch nicht vergessen. So, das heißt, der ganze Kabelsalat in der Lok vorne ist jetzt soweit fertig. Ich muss gerade überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Das läuft in den Tender. Nö, eigentlich nicht. Das Lichtzeug hier für vorne. Das müsste eigentlich soweit passen. Ja, kann ich den Decoder mal da drauf frickeln und gucken, ob das Ganze funktioniert. Hier mache ich mir mal einen kleinen Klebestreifen drauf, zwecks Isolation. So, man kann hier sehen oder nichts sehen, weil das wackelt hier. Schisskram. Das obere Licht ist ein kleines bisschen heller, ne, weil da die LED ja direkt reinstrahlt. Da mache ich noch mal ein bisschen Butterbrotpapier dran, damit das ein kleines bisschen abgedämpft ist, sodass das halbwegs gleichmäßig leuchtet. So, mal gucken, ne. Kannst du wieder auseinandernehmen. So. Na, ihr seht jetzt hier. Das kleine Stückchen Butterbrotpapier, das habe ich jetzt mit Sekundenkleber auf die LED oben drauf geklebt, damit dann der Lichtstrahl nach oben raus nicht so stark ist. Das jetzt kurz ein bisschen abbinden. In der Zwischenzeit werde ich mit roter Farbe hier die Leitungen anmalen, damit man die dann nachher nicht so da unten drin sieht. Ne? So, Binde.
Jo. Den Rest mache ich dann später, was zum Tender rüberläuft. So. Das da ist halbwegs abgetrocknet. So. Kann ich den Schuss eigentlich darin machen, ne? Okay, lass mal probieren, ob das funktioniert hier. So, jetzt dann um die Platine da rein zu frickeln. Jo, hoffen, dass das funktioniert. Ey. So, ich habe das Ding auf den Kopf gelegt, habe dann die Platine da reingeschoben. Das hat ganz gut funktioniert. Könnte allerdings noch ein kleines bisschen tiefer, sehe ich gerade. So, ja, und dass das jetzt richtig dann drin ist. Das passt auf jeden Fall schon mal zusammen. Die Räder drehen sich auch gut. Ja, ich mache Spaß, aber mal die Schraube darin. Gucken, ob das funktioniert hier. Ja, funktioniert natürlich nicht. Ist wahrscheinlich auch so ein teures Kabel im Weg. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, eigentlich sollte es funktionieren hier. Jetzt geht's. So, Räder drehen super leicht, das ist klasse. Deckel ist da drauf. So, ich mache nochmal den Lichttest hier, jetzt wegen dem Butterbrotpapierkram da, ne? Boah, wenn ich das jetzt angucke, sieht es halbwegs gleichmäßig aus, ne? Also, Butterbrotpapier hat wieder seinen Zweck erfüllt. Das sieht auch ganz gut aus. Okay. Das Ding läuft leicht. Kabel, ja, kann man also so gut wie nicht da sehen. Ja, durch das Anmalen ist das ganz gut geworden, dass man da nichts sehen kann. Hier sieht man noch ein bisschen was. Mal schauen, ob ich da mit dem Pinsel gleich nochmal reinkomme. Das funktioniert auch alles. Da kommt noch mal ein bisschen Farbe da oben dran in Schwarz. Dann kommt da noch Püppchen rein. Ja. So, Lokführer und so ein Heizerkoffer. Zack. Das klebe ich jetzt alles schon rein, bevor der Tender da dran ist. Dann geht das ein bisschen besser. Hoffe ich zumindest. So, jetzt mal ein bisschen aufräumen. Sekunde, geht gleich weiter. So, Püppchen sind drin, einmal der Heizer. Der Lokführer, da oben, das habe ich noch ein bisschen das Dach schwarz gemalt, damit man die Kabel dann nicht so sieht. Ne? Jo, fahren tut der Apparat perfekt. Ja, jetzt kommt der Final Countdown, sage ich mal. Jetzt muss ich hier den Kram zusammensetzen. So. So, die Leitungen laufen dann hier durch und dann hier rüber zum Motor. Ne?
Das ist so die Idee. Was heißt die Idee? Das muss so sein. So heißt das Zeug da unten einfädeln hier. Zack. Kuppelstange da drauf. Das Gewicht kann man nachher noch aufsetzen. Also kann ich das jetzt erstmal in Ruhe da dran löten. Rechte Leitung kann ich ein kleines bisschen einkürzen hier. Zick. Schwarz kann ich so lassen. Ja, jetzt kommt der Kram noch da dran, ne? Und dann ist das fertig hier. So, das waren hoffentlich die drei letzten Lötstellen. Das ist schon mal ganz okay. Ich mache mal gleich einen Batterietest. Und der Bart sollte jetzt erfahren. Sollte, tut er aber nicht. Na gut, muss ich mal ein bisschen hochheben hier. Batterie vielleicht zu schwach. Kein Bock. Keine Ahnung. Auf jeden Fall der Motor brummt. Na komm, Mäuschen, ein kleines bisschen drehst du dich mal bei uns. Komm. Ja, hat sich ein bisschen gedreht, also er lebt, ne? Andere Batterie mal testen hier. Er zuckt. Naja, passt schon. Also wird schon funktionieren. Mache ich den Kram hier zusammen und dann wird das Ganze schon fahren. So, das da drauf, das Gewicht da drauf. Jetzt habe ich die Idiot das ja doch falsch gemacht, oder? Oh, ich bin so doof, ne? Ne, da ist ein Kanal da unten. Ich habe schon gedacht, ey, oh Mann, ey. Alles gut. Hey, da ist ein kleiner Kanal drin. Ne, passt, gut. Hä? Schon gedacht. Oh Mann. Das wäre dann so wieder kurz vorm Finale, ne? Machst du da wieder irgendeinen Schiss? Dann funktioniert das nicht. Alte Schraube rein. Ja, wie gesagt, einige von euch werden jetzt, oder denke ich mal, einige werden schimpfen. Warum macht der da hinten kein Licht drin, ne? Ja, das ist halt, wie ich schon vorhin gesagt habe, relativ aufwendig. Das da rein zu frickeln. Ja, kann man machen, wie ich vorhin schon sagte. Muss man nicht unbedingt machen, weil da sind auch keine Lichtlader vorhanden und gar nichts. Ja, das ist halt dann immer ein bisschen doof. So, das sieht noch ein bisschen nach rot, das Kabelzeug hier. Dass nicht ganz so sehr auf dem Fußboden rumschleift.
denke mal, so sollte das passen mit der Kabellänge hier. Okay, Deckelchen da drauf. Zack. Ja, ist der Kollege fertig. Ich male die Kabel noch ganz kurz da unten an. Bisschen schwarze Farbe da dran. Ja, und dann kommt das Ding aufs Programmiergleis hier, ne? So, Ende Gelände. So, der Apparat steht jetzt hier auf dem Prüfstand. Viel zu zeigen gibt es da ja nicht. Licht vorne. Mach das kurz aus. Also Licht vorne funktioniert. Und mit F1 ist jetzt hier Führerstandsbeleuchtung. Ja, das sieht auch gut aus. Da hinten gibt es ja nichts, wie gesagt. Und fahren tut der Hobel auch. Das ist schon mal in Ordnung. Ja, dann kommt das Ding jetzt auf die Anlage und dann war es das. Gut. So, die kleine 24 ist jetzt hier auf der Anlage angekommen. Wie ihr seht, dreht ihr schon so eine Runde. Hinten dran hängen ein paar Umbauwagen. Ich denke mal, das sollte ganz gut passen. Sollte ganz gut passen zu dem Modell. Ja, schauen wir uns das mal ein bisschen an. Im Gegenverkehr kommt noch mal der blaue Enzian, Hensel Wegmann Gegenzug, diesmal gezogen von der 62. Weiß, ist im Original nicht so gewesen, ist mir aber völlig wurscht, egal. Sieht gut aus und fertig, passt, passt dann. So, wie gesagt, habe ich hier jetzt auch den Waggon gedreht, habt ihr ja gesagt, der eingeschobene Faltenbalken muss zur Lok. Ja, das habe ich jetzt geändert. Ich hatte da eigentlich auch die rote LED-Beleuchtung dran gemacht, aber irgendwie, keine Ahnung, ist da nichts zu sehen von. Ja, weiß auch nicht, was da schon wieder los ist, keine Ahnung. Naja, das soll es, egal. Also da sieht man so ein bisschen das rote Licht glimmen. Ja, da liegt die Pipi und schläft eine Runde. Kleine Maus. Ja, die Lok läuft wunderbar. Bin ich sehr zufrieden mit. Sieht auch schön den Zug hier weg.
Oh, das passt auch ganz gut. Ja, hier sieht man nochmal, wie schön gleichmäßig die Laternen jetzt leuchten. Ja, so Butterbrotpapier kann schon manche Wunder wirken. Ist schon cool. So, da kommt die 24 zurück von ihrer kleinen Testrunde. So, die 62 mit dem Gegenzug ist auch wieder da. Ja. Was soll ich sagen? Umbau von der 24 war. Ja, recht entspannt, sage ich mal. Setze dann ganz kurz ein bisschen zurück. Ja, kann man sie besser sehen. Also das ist ein sehr schönes Modell. Ich hatte die ja schon mit den Wagner Windleitblechen, deshalb habe ich mir die mit den Witte Windleitblechen nochmal besorgt. Ja, schönes Teil. Wie gesagt, Umbau war relativ okay. Kabellage kann man jetzt auch nicht mehr sehen. Das ist alles ganz gut verstaut, ne, durch das bisschen Aufbringen von Farbe sieht man die Kabel auch nicht mehr. Tenderbeleuchtung hatte ich mehrfach schon angesprochen, kann man machen, wenn man das möchte. Ist relativ aufwendig bei diesem Modell, daher habe ich es hier weggelassen. Bei der anderen 24 hatte ich das damals auch nicht gemacht. Ja, ist halt eine richtig üble Fummelei, sag ich mal. Ja, Henschel-Wegmann Gegenzug ist jetzt auch soweit okay. Wie gesagt, der Wagen ist gedreht, so wie ihr das gesagt habt. Ja, der Kanzelwagen hat jetzt eine rote Schlussbeleuchtung, ja, die man allerdings nicht ganz so gut sieht, wie das gewünscht war. Ob ich da nochmal andere Dinge, weiß ich noch nicht so genau. Ja, im Zulauf habe ich aktuell zwei weitere Modelle.
Das ist einmal eine Fleischmann, eine G81, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und dann eine Fleischmann Baureihe 50. Ist da im Zulauf. Ja, wenn die da sind, werden die natürlich irgendwann umgebaut. Gibt es auch wieder ein Video von. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss.